ChatGPT ist eine tolle, brandneue Möglichkeit, wie du künstliche Intelligenz selber einsetzen kannst. Und das stelle ich dir jetzt vor mit Fokus Schule. Es gibt erst eine Einführung, dann zeige ich dir, wie du dich kostenlos anmelden kannst und wie du selbst ChatGPT ausprobieren kannst. Dann stelle ich dir ein paar Beispiele vor und interpretiere die Antworten auch. Und schließlich Allgemeines über die Möglichkeiten und auch Grenzen dieses Chatbots als neues Tool in der Schule. ChatGPT ist ein Produkt der Firma OpenAI und die Firma möchte, dass die Vorteile der künstlichen Intelligenz allen zugutekommen. GPT heißt Generative Pre-trained Transformer. Das heißt, was immer erzeugt wird, muss vortrainiert sein und zwar sehr ausgiebig. Dazu dienen Inhalte aus dem Internet. Die Maschine GPT-3 gibt es schon länger, aber ChatGPT ist ultra neu und ist rausgekommen Ende November 2022. Was ist ChatGPT? Na, ich habe mal OpenAI gefragt, wie ChatGPT sich selber vorstellen kann. Und das kam raus. Unter anderem kann ChatGPT Fragen beantworten, intelligent beantworten, Ratschläge geben und Geschichten erzählen. Der Chatbot ist ziemlich versiert in einer ganzen Reihe von Themen und Fachbereichen. Das werden wir sehen aus einigen Beispielen aus der Schule. ChatGPT soll wirklich in der Lage sein, menschliche Fragen zu verstehen und Antworten zu erzeugen, die man von menschlichen nicht unterscheiden kann. Und wir werden sehen, das ist wirklich der Fall. Nach dem Start Anfang Dezember war die Nachfrage gigantisch. Die Nachfrage wuchs schneller als bei jeder anderen Internetplattform aller Zeiten. Zu den Investoren gehören der unvermeidliche Elon Musk und Microsoft. Elon Musk ist heute noch Investor, aber nicht im operativen Geschäft tätig. Die vielen, vielen Daten, die man braucht, um sowas aufzubauen, kommen aus den sozialen Medien, aus News, aus Internettexten wie Wikipedia. Die gesamte Wikipedia steckt drin. Vermute ich mal. Und in den sozialen Medien natürlich ein großer Teil schon des Twitter-Universums. Und so gehst du rein, du gehst an diese Internetadresse und drückst auf Sign Up, wenn du noch keinen Account hast. Dann kannst du dich entweder mit E-Mail-Adresse und Passwort einloggen oder auch deinen Google-Account verwenden oder deinen Microsoft-Account. Wenn du drin bist, kannst du dich erstens über Beispiele informieren, auch über Möglichkeiten und Grenzen. Genau das, was wir hier tun mit Fokus Schule. Etwas allgemeiner und natürlich ist es alles in Englisch. Das nächste ist, dass du links oben auf New Chat drückst und dann gibst du deine Frage oder was du eben möchtest unten unter drittens in die Promptzeile ein. ChatGPT kann auch Deutsch. Wir werden auch deutsche Fragen stellen. Natürlich ist ChatGPT im Englischen versierter, weil einfach mehr Trainingsmaterial da war. Was für Prompts man eingeben kann, also Fragen, Aufforderungen und so weiter, da steht zum Beispiel im ChatGPT Promptbook und dazu ist ein Link in der Beschreibung. Brauchst du aber jetzt nicht unbedingt. Alles, was du wissen musst, findest du erstmal hier. Die hervorstechende Frage ist bei sowas natürlich immer, wenn man schon sagt Fokus Schule, können wir denn auch die Hausaufgaben von ChatGPT machen lassen? Denn der Chatbot versteht textliche Aufgabenstellungen sehr gut, kann auch sehr gut texten. Du unterscheidest es kaum von menschlichen Texten. Und er kann sogar Stimmungen und kreative Ergänzungen hinzufügen. Also sozusagen literarisch arbeiten. Und da stellt man sich natürlich vor, das könnte doch ein ganz geeignetes Tool für Hausaufgaben oder typische Aufgaben im Schulbetrieb sein. Und das testen wir jetzt. Erstes Beispiel, wir wollen das Volumen einer quadratischen Pyramide wissen. Hier die Anfrage, wie eingegeben, eine quadratische Pyramide habe eine Seitenlänge von 10 cm und eine Höhe von 20 cm. Was ist ihr Volumen? Und ich muss sagen, ChatGPT glänzt hier. Also zunächst mal gibt es einen Einleitungssatz. Dann wird die Formel hingeschrieben. Dann wird gesagt, was gegeben und was gesucht ist, und zwar in einem schönen, zusammenhängenden Satz, ein Traum. Dann kommt die Rechnung, absolut klar, deutlich, einsichtig. Und am Schluss wird das Ergebnis nochmal als Satz zusammengefasst. Also das kann man eigentlich nicht besser machen. Nächstes Beispiel, zwei vierstellige Zahlen multiplizieren.
und jetzt wird es Überraschungen geben. Die Aufgabe war, berechne 1234 mal 5678. Ja, und er kriegt was Falsches raus. Und dann habe ich ihn das nochmal rechnen lassen, denn manchmal hilft das. Und er versteift sich aber auf diese falsche Lösung. Hier die richtige wird auf der Matheplattform Wolfram Alpha natürlich gleich beim Eintippen gezeigt. Also das war jetzt schon ein bisschen frustrierend. Nächste Matheaufgabe, die Wurzel aus 10 hoch 20. Mag sich jetzt abschreckend anhören, aber wenn man die Potenzregeln kennt, ist das kein Ding. Hier habe ich die Anfrage als Satz und die Zahl in komplettem Zahlenformat angegeben. Ja, und die Antwort ist einfach schrecklich, die da rauskommt. Die Antwort ist ein Unding, die stimmt ja nicht mal von der Größenordnung, da stimmt gar nichts. Dabei kann jeder Mittelschüler, der die Regel kennt, die Lösung sofort angeben. Die Wurzel aus 10 hoch 20 ist 10 hoch 10. Die 20 halbiert sich, weil die Wurzel eben 10 hoch 1/2 ist. Gehen wir mal zur Physik. Diese Frage, da müsste ChatGPT gute Chancen haben, denn die Frage wird so sehr häufig gestellt und entsprechend viele Beiträge gibt's in allen möglichen Internetmedien. Warum ist der Himmel blau? Also da macht er eine schöne Einleitung und dann begründet er das richtig mit der Rayleigh-Streuung und weist auch noch auf Lord Rayleigh im 19. Jahrhundert hin. Also alles richtig. Mit dem dritten Abschnitt fügt er noch so ein bisschen Blabla hinzu und da erkennen wir schon einen Trend. Es gehört so ein bisschen zu seinem Handwerkszeug, das kann er gut. Hier wieder eine Frage aus der Physik. Eine Kugel rollt einen Hang runter, der kann entweder gerade sein oder nach außen gebogen oder nach innen gebogen. Das könnte ja auch ein Schnitteln sein. Und die Frage ist, bei welcher Form rutscht oder rollt diese Kugel am schnellsten runter? Und die Antwort, die hier kommt, ist schlicht falsch. Wie beim letzten Beispiel ist die Antwort, auch wenn sie falsch ist, wird die Antwort noch durch einen Blabla-Teil ersetzt, ergänzt am Ende. Jetzt gehen wir mal zu so einem Bereich Physik, Umweltthemen. Da kann man vom Haus aus als Antwort viel labern, aber natürlich ist es schon gut, wenn einige Fakten konkret da sind. Hier macht er seinen Job wieder wirklich gut. Also die Frage, wie könnte ein einzelnes Land zur Verbesserung des Klimas in der Welt beitragen? Im ersten Abschnitt stellt er Maßnahmen eines einzelnen Landes vor, denn auch das ist ja schon ein Beitrag zur Rettung des Weltklimas. Im zweiten Abschnitt nimmt er sich einen wichtigen Bereich vor, Wälder als Klimapumpen, also Sauerstoffquellen. Der dritte Punkt ist so lala. Der vierte Punkt ist gut, internationale Zusammenarbeit. Ein Land kann auch dazu beitragen, das Klima international zu verbessern, indem es bei internationalen Verhandlungen aktiv mitarbeitet und sich für die Einhaltung internationaler Klimaschutzabkommen einsetzt. Das ist also schon ganz toll gemacht. Und alles ist in der richtigen Reihenfolge. Es ist wirklich eine intelligente Struktur, wie er diese Frage beantwortet hat. Hier mal eine allgemeinere Frage zur Lehre allgemein, Mathe, Didaktik. Ist es heute noch wichtig, dass Schüler das kleine 1x1 beherrschen? Und da schreibt er auch qualifiziert, das kleine 1x1 ist ein wichtiger Bestandteil des Grundschul-Mathematikunterrichts und dient dazu, Schülern die Grundlagen der arithmetischen Operationen beizubringen. Es ist wichtig, dass Schüler das kleine 1x1 beherrschen, da es ihnen hilft, schnell und sicher im Kopf zu rechnen und die Grundlagen für weiterführende Mathematik zu schaffen. Also finde ich ganz prima formuliert. Und auch da seine Neigung, an eine Antwort noch einen Laberteil dran zu setzen, den habe ich jetzt gar nicht bewertet, der wird noch hinten dran gesetzt. Also irgendein Gelaber von Taschenrechnern und Lernen von Rechenstrategien und so weiter. Aber der erste Teil ist prima. Aus dem Stichwort kleines 1x1 holt er immerhin die arithmetischen Operationen raus und auch das Kopfrechnen, das sichere Kopfrechnen und die Grundlagen für weiterführende Mathematik. Also hat er doch prima gemacht. Hier mal ein Streifzug zur Geschichte. Und zwar eine sehr spezifische Frage, eine knapp gehaltene Frage, was den Vorteil hat, dass man wirklich sofort sieht, ob es gewusst wurde oder eben nicht. Wie wäre die deutsche Geschichte verlaufen, wenn die Zarin Elisabeth nicht gestorben wäre? Und bei der Antwort sieht man sofort, dass er oder sie es einfach nicht weiß, worum es hier geht. Aber zu bemerken ist, dass sehr geschickt drumherum gelabert wird. Also wie ein Schüler den Stoff nicht gelernt hat, aber einfach clever sich rausreden kann. Man sieht, diese Tugenden der Intelligenz setzen sich halt in die künstliche Intelligenz fort.
Also erstmal sagt er, es ist schwierig, genau vorherzusagen, wie sie sich entwickelt hätte. Nun ja, das ist ziemlich trivial. Was kann man schon genau vorhersagen? Dann gibt es Möglichkeiten, die aufgezeigt werden können. Also das war ein ganz guter Labereinstieg. Und jetzt kommt's. Jetzt geht's um Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen, insbesondere zwischen Russland und Deutschland. Schlau. Also vom Stichwort Zarin wusste sie, es geht um Russland und natürlich geht es ja auch um Deutschland. Und dieses Wissen wird jetzt gleich verwendet und dann natürlich noch der Laberteil internationale Beziehungen mit reingebracht. Elisabeth war mächtig, nun ja, das waren die Zaren meistens, das kann man auch meistens dazu sagen. Aber hier kommt es schon, sie hat Beziehungen zu anderen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland, gestärkt. Hier gab es aber noch kein Deutschland zu dieser Zeit. Es gab Brandenburg und Preußen in diesem Fall. Und überhaupt eine kompetente Antwort hätte natürlich diese Stichworte enthalten, ebenso das Stichwort oder den Namen Friedrich der Große, Peter der Dritte und so weiter. Vor allem natürlich auch Siebenjähriger Krieg. Der kompetente Antworter hätte auf jeden Fall dadurch gezeigt, dass er in dem Thema drin ist und weiß, wo gespielt wird. Also sehr gut rausgelabert, aber eine Antwort nicht gegeben. Und da ist halt eine gewisse Gefahr von dem System drin. Denn viele Schüler, die das vielleicht einsetzen, merken nicht, dass da nur gelabert wird. Und es werden ja auch dann keine Quellenangaben gemacht, wie etwa bei Wikipedia. Und da habe ich mal zur Kontrolle nachgeschaut unter Zarin Elisabeth. Und da steht der eine Satz, ihr unerwarteter Tod und die außenpolitische Kehrtwende durch ihren Nachfolger Peter III. War wesentlicher Faktor zur Rettung Preußens vor der Niederlage in diesem Krieg. Also hier wird ChatGPT von Wikipedia eindeutig getoppt. Jetzt gehen wir noch was zu was Belangloserem über, da gibt es dann wieder bessere Bewertungen. Sprüche interpretieren und zum Beispiel ein Spruch, einmal am Tag Lach, einmal am Tag Bach. Und hier ist die Antwort und die ist gut gemacht. Schon, dass sie oder er Bach als den Musiker identifiziert und nicht etwa einmal am Tag baden im Bach oder so meint, das ist ja schon mal eine Qualität. Also bei einer reinen WhatsApp-basierten Intelligenz könnte man das wahrscheinlich nicht erwarten. Und natürlich weiß er dann auch, dass es um Musik geht und dass Musik auch entspannend und so weiter sein kann. Sie schreibt, die Empfehlung könnte also dazu beitragen, dass man sich täglich eine Auszeit nimmt und sich bewusst etwas Gutes tut. Also das finde ich schon ganz bemerkenswert gut formuliert. Aber den Knüller, den finde ich am Schluss. Denn da kommt jetzt nicht nochmal ein Laberteil, sondern, ja, es ist natürlich irgendwo ein Laberteil, aber er ist gelungen. Da steht nämlich, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Mensch unterschiedlich auf bestimmte Aktivitäten und Einflüsse reagiert und es ist wichtig, dass man das tut, was für einen selbst am besten funktioniert. Also, es ist ein Laberteil, aber es ist eigentlich ein guter Abschluss, weil es praktisch diese Empfehlung auch relativiert und nicht etwa zu einer starren Maxime werden lässt. Denn viele fühlen sich ja auch wohl, wenn sie nicht lachen und es braucht auch nicht jeder Bach. Mancher findet ihn ja sogar anstrengend. Hier zu Möglichkeiten und Grenzen. Ein Experte sagt, das System ChatGPT kann sich in einem Moment brillant und im nächsten atemberaubend dumm äußern. Und das haben wir an unseren Beispielen ja schon gesehen. Dass Businesspläne geschrieben werden können, haben manche schon festgestellt, ebenso natürlich die Hausaufgaben. Übrigens gibt es auch Firmen, die ihre Pressemitteilungen bereits von ChatGPT verfassen lassen. Sie müssen dann hinterher bloß noch ein bisschen tweaken und dann haben Sie eine prima Pressemitteilung dastehen und dazu viel weniger Zeit gebraucht. Ein wichtiger Punkt ist auch, wie geht ChatGPT mit irreführenden Fragen um? Ein Beispiel war, erzähle mir davon, wie Christoph Kolumbus 2015 in die USA kam. Das will ich jetzt gar nicht zitieren. Das kann man ja auch selber ausprobieren. Log dich ein und schau dir die Antwort an. Da reagiert ChatGPT ziemlich clever. Hier eine Anforderung an ChatGPT. Schreibe mir eine Bewerbung auf einen Ausbildungsplatz im Einzelhandel. Ich habe den MSA und bereits zwei Praktika im Einzelhandel mit Erfolg absolviert. Und jetzt werden wir ein Meisterwerk von ChatGPT sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bewerbe mich hiermit um eine Ausbildung zum Verkäufer im Einzelhandel bei Ihrem Unternehmen.
Ich habe den mittleren Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen, also das erfolgreich hat er eingefügt und er hat auch MSA als mittleren Schulabschluss identifiziert. Also er kann schon ganz gut Deutsch und bringe bereits erste Erfahrungen im Einzelhandel mit, da ich in den vergangenen 2 Jahren 2 Praktika in diesem Bereich absolviert habe. Diese Praktika haben mir gezeigt, dass der Einzelhandel mein Traumberuf ist und ich gerne meine Fähigkeiten in diesem Bereich weiter ausbauen möchte. Also finde ich gut gemacht. Weiter. Ich bin eine offene, freundliche und motivierte Person, die gerne im Team arbeitet und immer daran interessiert ist, Neues zu lernen. Ich habe Freude an meiner Arbeit, an der Arbeit mit Kunden und gehe gerne auf deren Wünsche und Bedürfnisse ein. Zudem bin ich belastbar und kann auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Das ist alles genau, was der Arbeitgeber hören will. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge Bedenken gegenüber ChatGPT. Eine davon ist eben, dass bei diesen tollen Texten, die da entworfen werden, wenn es um Sachinformationen geht, keine Quellenangaben dabei sind. So, was könnte ein Fazit sein? Wichtig wäre mir bei Anwendung auf speziell das System Schule und Lernen, dass man auch die Wirkung auf die Zielgruppe, also auf die Schüler, einbezieht. Die Vergleiche und Bewertungen, die man so im Internet liest, die sind oft ein bisschen mehr technisch. Aber die berücksichtigen nicht die Implementierung in bestehende Systeme. Und da spielt eben die Zielgruppe auch eine ganz bedeutende Rolle. In unserem Fall also spielt die Pädagogik eine bedeutende Rolle. Es ist jetzt schon klar, dass wir diese neuen Möglichkeiten von den Schülern nicht fernhalten dürfen. Wir werden es niemals können. Es kann auch niemand wollen. Und da indifferent zuzuwarten, das bringt es auch nicht. Daher müssen wir uns positiv mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und ja, nur so können wir die Schüler unterstützen. Unterstützen müssen vor allem die Akteure, die an den Schülern dran sind. Und das sind Eltern und Lehrer. Das sind die Gruppen, die direkten Kontakt zum Schüler haben. Und an denen ist es, genauso wie das früher bei Online-Tools, die neu waren jeweils, auch der Fall war, einen verantwortungsvollen Umgang zu unterstützen. Und dazu müssen Sie sich halt selber damit beschäftigen, vielleicht noch mehr, als das bisher der Fall sein musste. Und was die großen Player in dem Spiel betrifft, die Bildungsministerien, Kultusministerien, Senate und so weiter, die waren natürlich nie als besonders schnell bekannt. Und die haben aber trotzdem eine ganze Menge Aufgaben in diesem Prozess. Hier ist es aber nötig, dass die agilen Gruppen, die es unter Lehrern und Eltern ja gibt, einen gewissen Druck ausüben und ja, ganz im Sinne des Mission Statements von OpenAI to ensure that artificial general intelligence benefits all of humanity. Ja, und wenn das geschieht, dann läuft Schule ab 2023 zunehmend mit KI.